So, heute ist eine ungewöhnliche Vorlesung, die ist anders als die anderen bisher. Vielleicht der praktischste Teil dieses Theoriekurses. Dann sehen, was ich meine, wenn ich in der Theorievorlesung Praxis mache. Das ist nämlich der Abschluss dieses ersten Drittels der Veranstaltung, der zu formalen Sprachen. Ab Donnerstag machen wir Berechenbarkeit. Da wird sich der Charakter der Herleitungen völlig verändern, das werden Sie schnell merken. Aber heute reden wir nochmal über formale Sprachen. Und da, um diesen Abschluss zu machen, werde ich versuchen, Ihnen klarzumachen, warum diese Sprachen eigentlich überhaupt interessant sind. Vielleicht haben Sie bisher den Eindruck bekommen, das ist alles so ein bisschen anachronistisch irgendwie. 2024 fühlt sich das komisch an, über Chomsky-Hierarchie und endliche Automaten zu sprechen. Aber diese, insbesondere die Kellerautomaten, über die wir letzten Dienstag gesprochen haben, die sind von erstaunlich praktischer Relevanz. Und dazu möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf dieses Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe, oder diese kleine Geschichte am Rande, mein Monolog oder Dialog mit GPT-4 darüber, wie ich mir einen regulären Ausdruck bauen könnte, der meinen LaTeX-Code ordentlich parst und aufräumt. Sie erinnern sich, ich will gar nicht mehr groß ins Detail gehen. Ich habe danach gefragt, wie ich solche Klammern, genestete Klammern richtig erkennen kann. Stellt sich raus, das geht nicht mit dem regulären Ausdruck. Ja, haben wir dann selber auch verstanden, denn diese Klammersprache, diese Dück-Sprachen, die sind keine regulären Sprachen, sie sind nur durch kontextfreie Grammatiken beschreibbar und deswegen durch nicht-deterministische Kellerautomaten erkennbar. Und dann habe ich GPT gefragt, ja, wie würde ich denn das jetzt mit Python eigentlich implementieren? Dann hat er mir diesen Code gegeben. Und den habe ich schon ein paar Mal jetzt so ein bisschen mit der Hand hingewedelt, darauf hingewiesen und habe gesagt, ja, was Sie hier sehen, ist im Prinzip ein Kellerautomat. Da steht nämlich hier irgendwo so ein Buffer. Das ist im Prinzip der Stack des Automaten, der da nach und nach gefüllt wird. Aber da ist noch was anderes auf dieser Slide, auf das ich Sie kurz hinweisen möchte. Und das ist etwas, das 2024 für Sie alle vollkommen selbstverständlich ist und über das wir fast gar nicht mehr nachdenken und das die Motivation für die heutige Vorlesung liefern wird. Das ist nämlich, dass dieser Code, den ich hier so in dieser Ausgabe kriege und den Sie natürlich auch genauso in der IDE eingeben können, dass der farbig ist. Er hat Syntax-Highlighting. Und ich meine, das ist Ihnen allen klar. Ne? Sie sind es alle gewöhnt, in Ihren IDEs zu arbeiten und dass sich der Text, während Sie arbeiten, da schön verfärbt. Und man dann immer sieht, was man gerade geschrieben hat, die verschiedenen Strukturen des Codes farbig werden und dass das in Echtzeit passiert, während Sie tippen. Auch bei richtig großen Dateien. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie das eigentlich funktioniert? Und warum das möglich ist, dass so ein kleiner Texteditor, in dem Sie da arbeiten, selbst Ihr Vim und Ihr Emacs, rasend schnell, während Sie teilweise Megabyte große Dateien bearbeiten, erkennt, was in diesem Text eigentlich was ist? Die Antwort auf diese Frage, die werden wir heute versuchen zu verstehen, und die hat überraschend viel mit dem zu tun, was wir in den letzten 7 Vorlesungen gemacht haben. Das ist nämlich die Idee eines Parsers. Parsers sind Computerprogramme, die einen String in eine Datenstruktur verwandeln, die man als Grammatik, als den Ableitungsbaum einer Grammatik sich vorstellen kann. Und diese Parser werden sehr vielseitig eingesetzt. Eine mögliche Verwendung dafür ist genau dieses Syntax-Highlighting, über das ich gerade gesprochen habe, aber auch automatische Code-Completion und natürlich die Vorbereitung von der Kompilierung. Wenn man einen Programmcode, den Sie als Mensch lesen können, in einer modernen Programmierhochsprache, vorbereiten möchte für das Kompilieren durch den Compiler, dann muss man es zunächst mal so umstrukturieren, dass der Compiler weiß, wo da eigentlich was steht und welche Variablennamen eigentlich Variablennamen sind, also welcher Teil des Strings eigentlich ein Variablenname überhaupt ist und welcher Teil die Syntax des Programms ist, der abbildet auf bestimmte Funktionalitäten des Computerprogramms. Und genauso braucht man sie natürlich auch für das Parsen von so strukturierten Datenstrukturen wie HTML-Seiten, JSON-Records, XML und so weiter und so weiter. Sie kennen das alle und also wenn es Ihnen geht wie mir, haben Sie wahrscheinlich lange Zeit da nicht drüber nachgedacht, warum das eigentlich funktioniert und wie das funktioniert und wie so ein Computerprogramm aussieht, das genau diese Aufgabe übernimmt. Heute werden wir versuchen, das ein bisschen besser zu verstehen. Und da muss ich Sie leider vorwarnen, dieser Schritt wird erstaunlich technisch. Also wenn Sie versuchen nachzulesen im Nachgang dieser Vorlesung über manche der Konzepte, über die ich sprechen werde, dann werden Sie merken, dass da
ein ganz tiefer Ozean an Wissen drunter versteckt ist, voller sehr komplexer Themen, die ich niemals in 90 Minuten in einer Vorlesung abdecken kann. Und deswegen werde ich versuchen, heute mit Ihnen eine gewisse Flughöhe zu halten. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass wir gelegentlich über so Slides einfach drüber springen werden müssen. Und ich habe Ihnen ein paar Links und auch explizite Texte in die Slides drin gelassen, über die ich gar nicht immer im Detail reden werde, sondern drin lasse für den Fall, dass Sie sich etwas weiter informieren möchten. Aus eigenem Interesse, einfach weil Sie verstehen möchten, wie diese Programme funktionieren. Hier ist die ganz grobe Story, über die wir heute drüber gehen werden. Die Idee eines Parsers ist, dass er einen Text kriegt, also einen String, ja, Ihren Programmiercode, und dass er daraus den Baum baut, also eigentlich den Pfad durch den Baum zurück, der durch die Grammatik gegeben ist. Die Grammatik besteht aus Ableitungsregeln, ja, und wenn wir einen String erzeugen aus der Grammatik, dann arbeiten wir uns von oben nach unten runter in diesem Baum. Und was wir gerne machen möchten, ist quasi andersrum. Gegeben, wir haben diesen Text, möchten wir wissen, was der Baum dazu ist, wie dieser Text hergeleitet wird. Und diesen Prozess zu automatisieren, das ist schwierig für kontextfreie Grammatiken. Kontextfreie Grammatiken sind so die Struktur, in der die typischen modernen Programmiersprachen so reinpassen. Warum? Weil wir schon gelernt haben, dass kontextfreie Grammatiken was mit nicht-deterministischen Kellerautomaten zu tun haben. Und Nicht-Determinismus, das wissen wir jetzt schon, ist was, was wir in der Praxis nicht so realisieren können. Und wenn wir es versuchen zu realisieren, dann wird es teuer, weil wir die Aktion eines nicht-deterministischen Automaten nur durch exponentiell mehr Arbeit simulieren können. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir Programme haben können, wie solche Syntax-Highlighter, die sehr schnell, sehr lightweight irgendwo da so ein bisschen nebenher als kleiner Thread auf Ihrem Computer laufen, dann muss die Grammatik bestimmte Struktur haben, die dieses schnelle Parsen erlaubt. Und diese Struktur hat genau zu tun mit Determinismus in dem Kellerautomaten. Das werden wir merken. Dann müssen wir also über deterministische Kellerautomaten reden. Wir müssen überlegen, was das eigentlich heißt. Für Kellerautomaten ist das erstaunlich schwierig. Und dann müssen wir uns überlegen, wie man erkennt, ob eine Grammatik eigentlich durch so einen deterministischen Kellerautomaten erkennbar ist. Und das wird ein bisschen technisch werden. Und jetzt schauen wir mal, wie das geht. Erstaunlicherweise werden wir da wieder endliche Automaten wiederentdecken. Zunächst einmal möchte ich Ihnen erklären, warum das Ganze, also eine Motivation geben, Sie wollten ja ein paar Beispiele haben, dafür, warum naive Ansätze nicht funktionieren. Und dazu habe ich schon was hier an die Tafel gemalt. Da oben steht es auch nochmal. Nehmen wir mal an, wir haben eine sehr, sehr einfache Grammatik. Da oben steht eine, die ist offensichtlich kontextfrei, das heißt, links steht immer nur eine Variable und dann rechts stehen verschiedene Produktionen. Das hier ist die Startvariable und danach kommen ein paar andere. Übrigens, diese Art von Notation nennt man auch die Backus-Nauer-Form von Grammatiken. Zumindest ist es die LaTeX-Variante davon, die in ASCII sieht ganz leicht anders aus, aber diese Struktur ist in etwa die. Falls Sie dieses Wort schon mal irgendwo gehört haben, das ist es. Und jetzt angenommen, jemand gibt Ihnen das Wort ACDF und fragt, wie wurde das aus dieser Grammatik erzeugt? Dann könnte jetzt erstmal Ihre, bevor Sie diese Vorlesung gehört haben, bevor Sie verstanden haben, wie kompliziert das alles ist, könnte Ihre Reaktion sein, naja, ich kann das ja einfach ausprobieren. Das ist so eine Art Baumsuche-Problem. Ja? Ich weiß, dass die Produktion anfangen muss mit S. Ich habe hier drüben nochmal die Grammatik hingeschrieben und hier steht die Produktion. Ich weiß ja, dass wir bei S anfangen müssen. Und jetzt kann ich ja einfach der Reihe nach alle möglichen Produktionen durchprobieren, die in dieser Grammatik drin sind. Also zum Beispiel, was die erste Produktion? Da gibt es nur eine, da muss ich S auf ABC produzieren, ja, also übergehen lassen. Dann kann ich schon mal checken, könnte ich so eine Art Zwischenschritt machen und sagen, ah, dieser String fängt mit A an, das ist gut, weil der, den ich habe, der fängt auch mit A an, okay, schön. Und was mache ich jetzt? Naja, jetzt gibt es ja verschiedene Varianten. Ich könnte entweder das B ersetzen, da gibt es zwei Regeln, oder ich könnte das C ersetzen, da gibt es zwei Regeln, die kann ich jeweils einsetzen. Und dann sehe ich, dass da drei Strings rauskommen, die könnten es irgendwie noch sein, denn die fangen mit A, C an oder mit einer Variable, die ich noch nicht ersetzt habe. Aber da gibt es einen String, der kann nicht funktionieren, weil der endet auf EG und unser String endet nicht auf EG, also muss ich den rausstreichen und so weiter und so weiter. Und dann werden Sie nachher finden, dass es hier zwei Pfade durch diesen Baum gibt, die prinzipiell funktionieren könnten. Diese Art von Ansatz nennt man Top-Down-Parsing, weil man oben anfängt an dem Baum
und sich dann runterarbeitet und versucht quasi einen Weg zu finden dahin, wo man eigentlich hin möchte. Also eine Art diskretes Optimierungsproblem. Ich versuche, meinen String zu matchen zu dem, was ich weiß, dass ich haben möchte. Leider ist dieser Ansatz prinzipiell teuer. Ja, können Sie sich, ohne weiter jetzt groß ins Detail zu gehen, sich vorstellen, dass wir, um dieses Problem zu lösen, durch den Baum suchen müssen und das ist potenziell exponentiell teuer. Es stellt sich raus, dass es gar nicht exponentiell, sondern nur polynomiell teuer ist. Ich habe Ihnen da einen Link reingemacht zu einem Paper von Norvig. Ist aber eigentlich egal. Ja, auch polynomiell ist immer noch zu teuer, als dass es als kleiner Thread nebenher in Ihrem Ihre IDE laufen könnte. Es sei denn, Ihre Grammatik ist wirklich sehr einfach. Und tatsächlich wird diese Art von Top-Down-Parsing für einfache Grammatiken auch benutzt. Zum Beispiel für einfache algebraische Systeme, für das Parsen von algebraischen Ausdrücken mit Plus und Mal und Klammern und so weiter. Warum? Weil sie relativ einfach realisierbar ist durch einen Table-Lookup. Also das Schreiben des Parsers ist vergleichsweise einfach im Vergleich zu dem, was wir nachher machen werden, was leider etwas komplizierter in der Implementierung ist, dafür aber allgemeiner und effizienter in seiner Berechnung. Ein Grund, warum ich Ihnen diese Slide zeige, ist, vielleicht werden Sie eines schönen Tages mal, wenn Sie klugscheißen wollen und mit einem Kollegen oder einer Kollegin über Parser reden, wird Ihnen mal das Wort LL-Parsing oder Top-Down-Parsing entgegenkommen und dann wissen Sie, das hat irgendwie was mit dieser Slide zu tun und es ist irgendwie polynomiell teuer und dann können Sie das Gespräch genau damit beenden. Denn es stellt sich raus, es gibt eine wunderbar großartige Klasse an Parsern, die was mit deterministischen Kellerautomaten zu tun hat und die für Grammatiken, die zu Ihnen passen, in linearer Zeit einen Text parsen können. Und linear in der Länge der Eingabe. Ja? Sie können also eine Datei, die in Ihrer IDE drinsteht, Ihrem Programmcode, die Kosten des Parsens, des Einfärben des Textes, wenn Sie so wollen, wächst linear mit der Länge der Datei. Und Sie können sich überlegen, dass das eigentlich das Einzige, was Sie jemals akzeptieren würden, für die Kosten von so einem Parsing, weil weniger macht irgendwie keinen Sinn. Ist ja, also natürlich, wenn die Datei größer wird, wird es mehr kosten, ist klar. Aber wenn es mehr als linear ist, also signifikant mehr als linear, dann würde das ja bedeuten, dass Ihre IDE irgendwann schrecklich langsam werden würde, wenn Sie sehr große Dateien parsen müsste. Und das will wahrscheinlich kein User. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine riesige XML-Datei oder so. Da gibt es ja manchmal Gigabyte große Dateien. Wenn Sie da polynomiell viel Zeit für bezahlen würden, das könnten Sie völlig vergessen. Okay. Das ist die Motivation. Ja, diese Art von Schritt ist also so, es funktioniert es also nicht. Das heißt, wir müssen uns Mühe geben. Und diese Mühe besteht aus zwei Schritten. Wir müssen nämlich erstens überlegen, welche Struktur eigentlich eine Grammatik haben muss, damit wir überhaupt Hoffnung haben können, sie sinnvoll zu parsen. Und dann werden wir uns damit beschäftigen müssen, wie wir diese Struktur eigentlich erkennen. Und da mache ich jetzt so einen dieser Punkte, wo ich einen Schritt zurück mache, in der Vorlesung. Wir entkoppeln uns mal kurz von diesem Gedanken. Wir behalten im Hinterkopf, es geht irgendwann darum, Text zu parsen. Und jetzt machen wir kurz einen kleinen Umweg oder einen Bogen, ja, mental, und sagen, in der letzten Vorlesung haben wir gemerkt, dass es mit diesen, wir sind ja kontextfreie Grammatiken hier, dass diese kontextfreien Grammatiken verbunden sind mit einer bestimmten Typ von Automat, nämlich dem Kellerautomat. Ich weiß, weil technische Einführung, man fragt sich so ein bisschen, warum diese Automaten spannend sind. Das sind also endliche Automaten, die zusätzlich einen Stack, einen Keller haben. Was macht man mit denen? Ja, wir werden einen Parser bauen. Aber die wir letzten Dienstag kennengelernt haben, diese Art von Automaten, die hatte die Eigenschaft, dass sie nicht deterministisch war. Wir konnten zeigen, dass nicht deterministische Kellerautomaten direkt verbunden sind mit den kontextfreien Grammatiken, also zu jeder kontextfreien Grammatik, gibt es einen nicht-deterministischen Kellerautomaten, der sie erkennt. Und für jeden nicht-deterministischen Kellerautomaten gibt es eine kontextfreie Grammatik, welche die Sprache produziert, die von diesem Automaten erkannt wird. Und bei den endlichen Automaten, da haben wir festgestellt, Nicht-Determinismus und Determinismus sind eigentlich egal, weil die beiden Klassen an Automaten sind äquivalent zueinander. Bei den Kellerautomaten ist es nicht so. Da sind die deterministischen Automaten eine strikte Subklasse, in Bezug auf die Sprachen, die sie erkennen, zu den nicht-deterministischen Automaten. Und das nehmen wir jetzt erstmal als so eine Art Intuition, weil irgendwie ist das Problem, was wir hier sehen, hat ja was damit zu tun, dass diese Grammatiken irgendwie nicht so eindeutig sind. Hier gibt es mehrere Pfade durch diesen Baum.
und sagen, mal angenommen, es ginge uns einfach nur darum, einen deterministischen Kellerautomaten zu bauen. Und dann schauen wir mal, ob der was mit Parsing zu tun hat. Wie würde der eigentlich aussehen? Kann es so kompliziert sein? Bei den endlichen Automaten war es ja auch recht einfach. Und dann werden wir jetzt mal merken, dass es leider da so ein kleines technisches Problem gibt, wenn wir einen deterministischen Kellerautomaten definieren wollen. Folgendes. Also, Sie erinnern sich, ein Kellerautomat ist so ein Sextupel. Ist im Prinzip das gleiche, oder der besteht zunächst mal aus einem endlichen Automaten, das heißt, der hat eine endliche Menge an Zuständen, ein Eingabealphabet, einen Startzustand und akzeptierende Zustände. Und dann hat er in der Übergangsfunktion was Besonderes, dass er nämlich noch ein drittes Objekt hat. Zusätzlich zum Zustand und dem Buchstaben, der gerade gelesen wird, hat er diesen Stack, auf dem obendrauf im Allgemeinen immer ein Symbol liegt. Und dieses Symbol stammt aus diesem Bandalphabet, das eine Übermenge des Eingabealphabets Sigma ist. Und der Automat kann jetzt in jedem Schritt etwas vom Stack nehmen oder auf den Stack drauflegen und etwas lesen von der Eingabe und übergehen in einen neuen Zustand. Und das heißt, diese Übergangsfunktion besteht aus diesen fünf Tupeln. Ja, also wenn ich im Zustand Q bin und gelesen habe, das Symbol irgendwas und irgendwas oben auf dem Keller steht, dann gehe über in den nächsten Zustand und mache irgendwas mit dem Keller. Und bei den nicht-deterministischen Automaten haben wir wie bei den nicht-deterministischen endlichen Automaten, bei den nicht-deterministischen Kellerautomaten haben wir wie bei den nicht-deterministischen endlichen Automaten, sehr lange Worte, insbesondere diese Epsilon-Übergänge erlaubt. Ja, also wir haben erlaubt, dass der Automat an bestimmten Teilen dieser Funktion nichts tut. Dass er also von selber den Zustand wechselt, ohne den Stack zu verändern oder ohne etwas zu lesen und oder. Ja, also er kann auch den Zustand wechseln, ohne was zu lesen und ohne den Stack zu ändern. Oder er kann was lesen und den Stack nicht verändern. Oder er kann den Stack verändern und nichts lesen. Und bei den deterministischen endlichen Automaten haben wir diese Epsilon-Übergänge nicht erlaubt. Bei den Kellerautomaten müssen wir leider so eine Form von Epsilon-Übergang erlauben. Denn wir möchten uns erhalten, dass es möglich ist, den Keller zu bearbeiten, ohne auf der Eingabe einen Schritt weiter zu machen. Warum wollen wir das? Naja, zunächst mal ist klar, dass das technisch möglich ist. Ich kann natürlich einen Automaten bauen, der einfach noch nicht weiterliest, sondern irgendwas speichert erstmal. Und zweitens möchte ich das vielleicht auch, weil ich diesen Schritt benutzen kann, um Informationen auf dem Stack zu hinterlegen, ohne dass mir dabei die Eingabe verrutscht quasi. Das heißt, ich brauche diese Funktionalität, ich muss sie aber so realisieren, dass sie deterministisch ist. Dass also in jeder Konfiguration des Automaten, also für jede Kombination aus Zustand, was auf der Eingabe steht und was oben auf dem Keller steht, es nur genau eine mögliche Aktion des Automaten gibt, damit er genau weiß, was er tut. Und das realisiert man, indem man diese folgende sehr technische Aussage macht, die Sie auch nochmal in den Übungen kennenlernen werden. Nämlich, für die Übergangsfunktion muss gelten, dass für alle möglichen Paare, also für alle alle Konfigurationen des Automaten, also für welcher Zustand, was liest er gerade von der Eingabe und was steht oben auf dem Stack, genau einer der folgenden Übergänge definiert ist. Also klar ist, was zu tun ist. Und diese Übergänge sind entweder du veränderst was an der Eingabe und auf dem Stack oder du lässt die Eingabe stehen und veränderst was auf dem Stack oder du bewegst dich in der Eingabe und machst nichts mit dem Stack oder du änderst den Zustand und machst nichts mit der Eingabe und nichts mit dem Stack. Das sind alles Sachen, die wir gerne machen können, möchten, aber wir müssen eben sicherstellen, dass der Automat in jedem Zustand genau weiß, was er tut, denn sonst wird er ja nicht deterministisch. Und das in der Praxis zu realisieren, ist so ein bisschen, ja, auf Deutsch gesagt, einfach nervig. Ja. Hier habe ich ein konkretes Beispiel dafür, das haben Sie aus der letzten Vorlesung, kennen Sie das? Hier ist der Kellerautomat, der nicht deterministische Kellerautomat, der diese Zählsprache erkennt, der also checken kann, ob eine Eingabe aus einer Sequenz von Nullen und Einsen besteht, die jeweils gleich lang sind. Sie erinnern sich,
dieser Automat, hier drüben steht seine Übergangsfunktion als Tabelle, der geht am Anfang durch einen Epsilon-Übergang aus dem Startzustand über und diesen Epsilon-Übergang muss er machen, damit er den Kellerboden markieren kann. Er legt also so ein Sondersymbol rein, damit er weiß, wo er angefangen hat zu zählen. Das ist quasi die Null, wenn Sie so wollen. Und dann macht er Epsilon-Übergänge, während er durch die Nuller durchgeht. Wenn er die erste 1 sieht, macht er wieder so einen Epsilon-Übergang zu diesem Zustand, wo er rückwärts zählt. Dann geht er durch die 1er durch und macht einen Epsilon-Übergang, wenn der Kellerboden leer ist. So, und wenn wir den jetzt deterministisch machen wollen, dann müssen wir ganz stark aufpassen, weil manche dieser Epsilon-Übergänge, die könnten zu Zeitpunkten passieren, wo wir unbedingt wollen, dass der Automat entweder was liest von der Eingabe oder unbedingt wollen, dass er nichts liest von der Eingabe. Und um das zu realisieren, folgen wir genau dieser Liste hier oben. Und was ich gemacht habe, um das zu lösen, ist, ich habe erstens realisiert, dass wir einen neuen Zustand brauchen, der heißt undefined. Den kennen Sie schon von den endlichen Automaten. Ich schreibe mal hier rein, so sieht er jetzt aus. Aber in diesem Fall müssen wir den explizit einführen. Wir dürfen nicht einfach davon ausgehen, dass man halt einfach weiß, immer wenn der Automat eine Aufgabe kriegt, die er nicht beantworten kann, dann geht er halt nach undefined. So haben wir das bei den deterministischen endlichen Automaten gemacht. Hier müssen wir das explizit reinschreiben, weil wir teilweise durch das Nicht-Vorhandensein dieser undefined-Möglichkeit Epsilon-Übergänge erst erzwingen. Also, hier ist ein Beispiel. Ganz am Anfang, wenn der Automat gestartet wird, dann möchten wir, dass er genau ein Ding macht, nämlich diesen Hash auf den Stack legen und dann einen Epsilon-Übergang machen. Und das heißt, wir müssen zu diesem Zeitpunkt sagen, hier gibt es kein undefined, hier gibt es genau eine Sache, die du tun musst und du darfst nicht die Eingabe lesen, du darfst nichts auf dem Stack verändern, nichts runterlesen vom Stack, sondern du musst dieses Hash-Symbol da drauf schreiben. Das heißt, dass in dieser Zeile der Tabelle genau ein Eintrag steht, der eindeutig ist. Und eine ähnliche Situation gibt es nochmal hier unten, denn da gibt es zwei verschiedene Arten und Weisen, Epsilon-Übergänge zu machen, wenn der Stack am Ende leer ist. Ein paar andere Beispiele finden Sie dazwischen auch noch, aber hier ist einer, wo es auch noch passiert. Wenn wir nämlich am Ende von, wenn wir in dem Zustand sind, wo wir schon Einser auslesen und dann der Stack leer ist, wenn dann noch was übrig ist in der Eingabe, dann soll der Automat in den Undefined-Zustand übergehen. Wenn er aber am Ende der Eingabe ist und nichts mehr liest, dann soll er diesen Epsilon-Übergang machen und akzeptieren. Ja, also wenn ich lauter Nuller gesehen habe und dann kamen die ersten Einser, ich habe wieder rückwärts gezählt, bis ich genau die richtige Anzahl Einser gesehen habe und dann sehe, der Stack ist leer, dann muss da ein Epsilon-Übergang stattfinden. Und auch da wieder müssen wir genau aufpassen, dass diese Übergänge zu undefined genau die richtigen sind, an der richtigen Stelle quasi mögliche undefined Übergänge nicht möglich sind. Sorry, das ist die falsche Zeile. Hier ist sie. Mögliche undefined Übergänge nicht möglich sind, damit Epsilon-Übergänge erzwungen werden. Warum zeige ich Ihnen das alles? Weil es sich als Takeaway lohnt zu verstehen, dass wenn man übergeht von endlichen Automaten zu Kellerautomaten, dass dann Epsilon-Übergänge auch im deterministischen immer noch nötig sind. Und wenn man das tut, dann geht dadurch diese Fähigkeit, eine partielle Übergangsfunktion einfach so implizit zu definieren, wenn immer ich nicht weiß, was ich machen soll, gehe ich halt zu undefined, geht verloren. Die hat man dann nicht mehr. Zu Beginn der Vorlesung, als wir über endliche Automaten gesprochen haben, hat mal jemand gefragt, was ist denn mit Epsilon-Übergängen, können wir die nicht auch bei deterministischen Automaten erlauben? Hier ist quasi die Antwort darauf. Ja, aber. Ja, wir können sie erlauben, ohne dass der Automat nicht deterministisch wird, aber dann müssen wir aufpassen, dass die Übergänge wirklich deterministisch bleiben. Okay, diese Art von Automat, die möchten wir also benutzen, um unsere Parser zu bauen. Das ist ein Kellerautomat, er hat also einen Stack, aber er hat in jedem Zustand, in jeder Kombination aus Zustand, Eingabe und Stack-Zustand, Stack-Symbol, genau eine Möglichkeit zu operieren. Und bevor wir jetzt überlegen, wie wir daraus einen Parser bauen, muss ich Ihnen jetzt noch einmal kurz quasi zeigen, ja, oder nochmal bestätigen, dass diese Klasse an Automaten tatsächlich
eingeschränkter ist als die nicht-deterministischen Kellerautomaten, die wir letzten Dienstag gesehen haben. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber bewiesen habe ich es nicht. Ich wedel immer so ein bisschen mit den Händen und sage, das ist hier irgendwie anders als bei den endlichen Automaten. Bei Kellerautomaten ist Determinismus was Wichtiges. Und da könnte ich jetzt problemlos eine halbe Stunde drüber Beweise machen, möchte ich aber nicht. Schade, ne? Weil wir nämlich stattdessen über Parser reden sollten danach. Ich habe aber die Beweise trotzdem auf den Slides. Und ich verrate Ihnen jetzt ganz schnell, wie es geht. Ich sage Ihnen einfach nur, was der Satz ist. Und ich lasse die Beweisidee auf den Slides. Und wir folgen jetzt bitte erstmal nur dem Argument. Was man tut, ist, man zeigt zunächst mal eine kleine Hilfsbeobachtung, dass man diese sogenannten Deterministic Pushdown Automata, also deterministischen Kellerautomaten, immer sich so vorstellen kann, dass sie ihre Eingabe zu Ende lesen. Egal wie sie gebaut sind, man kann die immer so umbauen, dass sie definitiv ihre Eingabe zu Ende lesen. Und wie das geht, steht da unten drunter, werden wir aber jetzt nicht drüber reden. Stattdessen benutzen wir diesen Hilfssatz gleich sofort in dem eigentlichen Satz, nämlich, dass, der steht hier unten, Moment, ich mache hier oben erstmal weiter mit dem zweiten Hilfssatz, nämlich, dass wir uns überzeugen, dass die Klasse der Sprachen, die von deterministischen Kellerautomaten erkannt werden, dass die eine bestimmte Abschlusseigenschaft hat. Die sind nämlich abgeschlossen unter Komplementbildung. Und Sie erinnern sich, letzten Dienstag habe ich gezeigt, dass die Klasse der Sprachen, die von nicht-deterministischen Kellerautomaten erkannt werden, dass die nicht abgeschlossen sind unter Komplementbildung. Da gab es dieses Problem, dass wir nicht einfach akzeptierende Zustände mit nicht akzeptierenden ersetzen können, weil der Stack uns da dazwischen funkt. Bei den deterministischen Kellerautomaten ist es tatsächlich so, dass die abgeschlossen sind unter Komplementbildung. Und das zeigt man, indem man den Hilfssatz von der vorherigen Slide benutzt. Und dann tatsächlich es zeigt, dass es möglich wird, diesen alten Trick von den endlichen Automaten zu übernehmen, nämlich einfach alle akzeptierten Zustände und alle nicht akzeptierten Zustände miteinander zu vertauschen. So, und daraus folgt dann direkt dieser Korrelat da unten, dass die Klassen der kontextfreien Sprachen, also die von nicht-deterministischen Kellerautomaten erkannt werden, was wir letzten Dienstag gesehen haben, und die der deterministischen kontextfreien Sprachen, also die von deterministischen Kellerautomaten erkannt werden, nicht die gleichen sein können. Die können nicht identisch sein. Denn wir wissen ja, dass es in dieser Menge Sprachen gibt, deren Komplement nicht in der Menge liegt. Und in dieser Menge gilt aber, dass für alle Sprachen das Komplement auch in der Menge ist. Das heißt, es muss Sprachen geben, die hier drin sind, aber nicht da drin. Hier ist ein Beispiel für so eine Sprache. Und mehr werde ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das heißt, es gibt Sprachen, die von nicht-deterministischen Kellerautomaten erkannt werden, für die es aber keinen deterministischen Kellerautomaten gibt, der sie erkennt. Und das heißt, wenn wir eine kontextfreie Grammatik hinschreiben, dann dürfen wir nicht erwarten, dass es für sie einen effizienten Algorithmus gibt, der sie erkennt, sondern im Allgemeinen nur nicht-deterministischen Kellerautomaten, den wir nicht so effizient in der Praxis auf dem Computer realisieren können. Hier ist übrigens noch ein Beispiel für so eine Sprache, da liefere ich aber den Beweis nicht. Nur wenn Sie eine Intuition haben wollen für die Art von Sprachen, die nicht deterministisch erkennbar sind, dann ist es diese sogenannte Palindromsprache. Das ist die Sprache, die aus Wörtern besteht, sodass immer man das Wort vorwärts und rückwärts lesen kann und das Gleiche rauskommt. Ja, also dass, wenn wir das Wort nehmen, wenn wir ein Teilwort nehmen und dann genau der Hälfte der Länge des Wortes und danach das Wort umdrehen, dann ist das Wort in der Sprache und diese Klasse an Sprachen, diese Menge an Wörtern, für die gibt es keine deterministischen Kellerautomaten, die sie erkennen. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie der Beweis geht. Wenn Sie darüber nachdenken möchten, ich weiß nicht, in der Pause oder so, dann können Sie sich überlegen, also die wichtige Beobachtung dabei ist, die einem weiterhilft, ist, dass ein deterministischer Kellerautomat die Eigenschaft hat, dass er, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Berechnung anfängt und da auf dem Stack was liegt oder in einen Teil einer Rechnung anfängt und dazu was auf dem Stack liegt, dass er dann diesen Teil des Stacks nachher nie wieder anfassen wird,
wenn er wieder zurück zu, also wenn er irgendwann wieder in einen Zustand zurückkommt, wo das Gleiche auf dem Stack steht. Dass er dazwischen den Stack nicht leer machen kann. Und das bedeutet, dass das, was er auf dem Stack hat, in einer gewissen Art und Weise entkoppelt ist von dem, was er machen kann mit der Eingabe. So, und dann überlegen Sie mal, ob man daraus einen Widerspruch konstruieren kann. So, das war eine Vorarbeit, die uns erstmal hilft zu verstehen, wie das Problem aussieht. Wir haben jetzt gemerkt, letzten Dienstag haben wir über kontextfreie Grammatiken gesprochen. Die sind eine echte Erweiterung der regulären Sprachen. Das ist gut, mit denen kann man spannende Strukturen bauen. Deutlich mehr als mit den regulären Sprachen, mächtiger als reguläre Ausdrücke. Viele Programmiersprachen sind kontextfreie Grammatiken, auch die, die Sie so alle so kennen. Und wir haben letzten Dienstag festgestellt, dass es für diese kontextfreien Grammatiken eine Klasse an Automaten gibt, die Sie erkennen können. Das sind diese endlichen Automaten mit Keller, also die Kellerautomaten. Allerdings müssten wir dazu annehmen, dass diese Automaten nicht deterministisch sind. Und nicht deterministische Automaten können wir nicht in der Praxis realisieren, zumindest nicht effizient. Also würden wir wahrscheinlich gerne deterministische Kellerautomaten benutzen. Und jetzt haben wir festgestellt, dass erstens deren Definition ein bisschen schwierig, ein bisschen technischer ist als bei den endlichen Automaten. Und das hat damit zu tun, dass wir Epsilon-Übergänge erlauben können müssen, diese aber eindeutig sein müssen. Und zweitens haben wir dann gleich festgestellt, dass die zugehörigen Sprachen, die sogenannten deterministisch-kontextfreien Sprachen, Deterministic Context-Free Language, DCFL, dass die eine Teilmenge der kontextfreien Sprachen sind. Dass es also nur bestimmte Arten von Grammatiken sein können. Aber welche genau, das haben wir noch nicht gesagt. Wir haben nur festgestellt, dass die irgendwie eine Teilmenge sein müssen. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Struktur, die wir benutzen können, um zu testen, ob eine Grammatik tatsächlich deterministisch kontextfrei ist. Das heißt, in Ihrem Kopf, stellen Sie sich vor, Sie sind Sie möchten eine neue Programmiersprache erfinden. Bjarne Straustrup beerben oder so. Und setzen sich hin und schreiben Ihre neue wunderschöne Programmiersprache mit der tollen Syntax. Dann müssen Sie sich fragen, ob es für die einen guten Parser gibt. Das heißt, Sie müssen dann testen, ob die tolle Syntax, die Sie sich ausgedacht haben, ob die eine deterministisch kontextfreie Sprache ist. Und dann ist die Frage, wie mache ich denn das? Wie soll denn das funktionieren? Und das fangen wir jetzt mal an und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, bevor der Pause. Die Einsicht dazu ist, oder eine Intuition dazu ist, dass wenn wir über eine Grammatik reden, nochmal das Bild, das auf der Tafel ist auch, dann ist die Art und Weise, wie Grammatiken definiert sind, durch diese Ableitungen, durch diese Backus-Nauer-Form, die da oben steht, das da, dieses S produziert A, B, C, B produziert und so weiter, das ist quasi die Vorwärtsrichtung. Ne? Wir sagen, wie man aus Variablen andere Strings ableitet, sodass man irgendwann zu Terminalen kommt. Wir gehen also von oben durch diesen Baum nach unten und erzeugen Wörter. Das, was wir machen möchten, wenn wir eine Sprache parsen, ist im Prinzip das Gegenteil. Wir möchten das Wort nehmen und dann rückwärts den Baum hochsteigen können, zurück zur Startvariable. Und wenn wir dieses Rücksteigen zur Startvariable besonders effizient machen können, dann haben wir die Ableitung des Wortes effizient konstruiert. Im Idealfall sind wir zu jedem Zeitpunkt, gibt es nur einen ganz klaren Weg hoch durch den Baum. Ich gebe Ihnen das Wort und Sie wissen sofort, wo in diesem Baum Sie sind. Sie müssen einfach nur noch quasi aufwärts laufen. Und dazu müssen Sie in jedem Schritt des Aufwärtslaufens wissen, wohin Sie jetzt aufwärts laufen müssen. Ne? Also was da, welche Regel Sie rückwärts konstruieren müssen. Diese Idee, die müssen wir jetzt erstmal formalisieren. Da schreiben wir auf, was wir damit meinen und dann können wir sehen, was wir damit anfangen können. Und das sage ich jetzt extra dazu, damit Sie verstehen, wo es hingeht. Ja, die nächsten zwei Slides, da schreiben wir einmal auf, was wir meinen, wenn wir rückwärts durch den Baum gehen wollen. Diese Idee nennt man eine Reduktion. Definition, ich sage erstmal, was da steht, ich lese es vor, dann können wir gemeinsam verfolgen. Und dann sage ich nochmal, was wir da gerade konstruiert haben. Ich sage es Ihnen erst andersrum. Ich sage Ihnen erst, was da steht und dann lesen wir es gemeinsam. Eine Reduktion ist die Umkehr der Produktion. Wir hatten vor zwei Vorlesungen, als wir über Grammatiken geredet haben, eine Definition von eine Variable geht über in einen String oder in Terminale. Die Reduktion ist genau das Gegenteil. Ein String
reduziert sich auf eine Variable. Definition: Seien U und V zwei Strings aus Variablen und Terminalen, dann sagen wir, dass U direkt zu V reduziert, und schreiben das mit so einem Pfeil, falls es umgekehrt einen Übergang gibt von V nach U. Also dieser Pfeil mit dem Haken hinten dran, der ist genau das, die Rückrichtung zur Produktion, zum Übergehen. Falls also V direkt in U übergeht. Also wenn V direkt in U übergeht, dann reduziert U direkt zu V. Und genauso wie wir sagen können, V geht über, nicht direkt, sondern allgemein zu U, können wir auch sagen, U reduziert zu V. Wir schreiben das mit dem Sternchen dran, genauso wie wir es bei den Produktionen auch geschrieben haben. Falls es eine Folge von Reduktionen gibt, mit Zwischenschritten, die ineinander, zueinander reduzieren, sodass wir von U zu V kommen. Falls also V zu U übergeht. Und dann reden wir von einer Reduktion von U, ohne irgendwas dahinter, einfach nur die Reduktion von U in einer Grammatik G, wenn es eine Reduktion von U auf die Startvariable gibt. Ja, so genauso wie wir von der Produktion von U unter der Grammatik G sprechen können, wenn wir von der Startvariable den Baum runterlaufen können zu U, können wir auch über die Reduktion sprechen, wenn wir von U zu S laufen. So, und dann gibt es dieses schreckliche, komplizierte Business mit links und rechts. Das ist eine große Verwirrung, wenn Sie über Parser nachlesen. Vorwarnung, wenn Sie sich mal ein bisschen beschäftigen mit der Literatur von Parsern, dann wird überall von links und rechts gesprochen. Und es gibt immer zwei verschiedene links und rechts. Wenn Sie das nicht gleich verstehen, ist völlig in Ordnung. Ich sage es Ihnen jetzt einmal und zur Not lassen Sie es einfach, merken Sie sich, dass da irgendwas war mit links und rechts. Eine Linksreduktion ist eine Reduktion, in der jeder reduzierte String erst dann reduziert wird, wenn alle Strings zu seiner Linken bereits reduziert sind. Hä? Okay. Das heißt, dass wir unseren Text, unser Computerprogramm, das wir parsen möchten, von links nach rechts durchlesen und dabei so reduzieren, dass immer die Reduktionen, die als erste möglich sind bei diesem von links nach rechts durchlesen, als erste gemacht werden. Und das bedeutet, wenn wir dann am Ende bei der Startvariable angekommen sind und den Weg wieder zurückgehen, dann ist es so, als ob wir von rechts nach links den String produzieren würden. Also immer erst die rechtsmöglichste Ersetzung machen würden. Genau das Umdrehen von hochlaufen und dann immer die linksmöglichste Ersetzung machen. Das ist also eine Rechtsproduktion. So. Und diese Art von Reduktion, die passt zu dem, was der PDA macht. Denn der arbeitet ja auf seinem Stack, ne, der schiebt Sachen immer runter und rauf. Und wenn er am Ende die Startvariable auf seinem Stack hat, dann hat er einen String reduziert. Das heißt, unser Parser wird ein Kellerautomat sein am Ende, ein deterministischer Kellerautomat, der so arbeitet, dass er ein Programmcode, also einen String als Eingabe kriegt und dann auf dem irgendwie arbeitet, wie genau müssen wir noch rauskriegen, sodass am Ende, falls das Wort, das er liest, in seiner Sprache ist, er nach dem Verarbeiten dieses Wortes auf dem Stack die Startvariable stehen hat, S. Also einen Pfad zurückgefunden hat durch den Parsbaum sozusagen. Und dann kann man ihn quasi rückwärts laufen lassen oder wir können ihn beobachten, während er das macht. Und dann sagt er uns genau, was der Pfad durch den Parsbaum ist, um unseren Text zu erzeugen. Und dieser Pfad, der sagt uns dann, welche Teile vom Text wir rot oder grün oder blau einfärben sollen, weil sie nämlich Variablen sind oder Operatoren oder Kommentare und so weiter und so weiter. Und wir müssen jetzt diesen Prozess so machen, dass er eindeutig ist, dass wir also zu jedem Zeitpunkt, während wir von links nach rechts durch den Text durcharbeiten, wissen, welche Reduktion durchzuführen ist. Und das ist jetzt genau die Herausforderung. Und dazu definieren wir uns noch ein Objekt, dieses Objekt, oder zwei Objekte, nämlich die sogenannten validen Strings und den Handle. So, was sind die? Also, ein valider String ist eine ich sag's einfach. Ich glaube, es ist einfach, es vorzulesen. Also, angenommen, wir haben einen String W aus Terminalen und Variablen.
der von einer kontextfreien Grammatik erzeugt wird. Und wir haben Teilworte UI davon, die in einer Linksreduktion, also dem, was wir auf der vorherigen Slide definiert haben, von W in dieser Form irgendwie auftauchen, wenn dazwischen eine Regel der Grammatik angewandt wird. Dann heißt UI ein valider String. Valider String heißt also, nochmal reformuliert, dass es eine erlaubte Zwischenzustand, ein erlaubter Wegpunkt auf dem Pfad von Eingabestring, der ja nur aus Terminalen besteht, hoch zur Startvariable ist. Wir müssen also einen Pfad finden, der nur entlang von validen Strings läuft. Und wenn ein UI ein valider String ist, dann kann man ihn zerlegen in drei Teile, so dass irgendwo in der Mitte ein Substring H steht, der ersetzt wird unter der Reduktion. Warum? Na, weil valide heißt, dass dazwischen genau diese Übergänge gibt, oder diese Reduktionsübergänge, sorry, nicht die Übergänge, sondern die Reduktion, also die Umkehrung von Übergängen. Und in dieser Reduktion wird ja eine Regel angewendet, nämlich diese T nach H. Das heißt, irgendwo in U steht das H drin und es wird dann reduziert zu dem T. Dieses H, dieser String hier drin, die rechte Seite von der Regel, die nennen wir in diesem Kontext auch das Handle. Warum? Weil während der Parser da durchläuft, sieht er diesen String und sagt, ah, das kann ich ersetzen. Das ist der Griff für die Reduktion und danach ersetze ich das durch T. Ja, ich gehe rückwärts durch die Produktion durch. In einer Linksreduktion, also wenn wir von links nach rechts durch die Eingabe durchstehen, dann steht hier rechts, müssen immer Terminale stehen. Das heißt, ist klar, ne, wenn wir von links nach rechts durch die Eingabe durchlaufen, dann haben wir Y ja noch gar nicht angefasst. Das ist der Teil, den wir noch nie gesehen haben. Der bleibt irgendwo da hinten. Und weil der noch zur Eingabe gehört, besteht er nur aus Terminalen. Das heißt, der spannende Teil passiert da vorne. Jetzt kann es uns aber halt in einer allgemeinen, kontextfreien Grammatik passieren, dass dass die Struktur der Grammatik so ist, dass es gegeben ein X oder ein Teilstring von x1 bis hk mehrere verschiedene, oder eigentlich sogar ein UI, dass es mehrere verschiedene Handles geben könnte. Dass ich also, während ich durch den String durchgehe, an mehreren verschiedenen Punkten eine Reduktion machen könnte. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir nicht genau, welche Reduktion wir machen sollen. Dann funktioniert es nicht. Genau dann funktioniert es nicht. Ja? Das heißt, diese Existenz von mehreren Handles, von mehreren verschiedenen Pfaden mit validen Strings, die müssen wir vermeiden. Dann mache ich noch ein Beispiel dazu und dann machen wir Pause. Hier ist ein Beispiel für so eine Sprache, die genau dieses Problem hat, damit Sie verstehen, warum das auftauchen kann. Also hier ist eine relativ einfache Grammatik. Das hier oben ist die Startvariable, die heißt R. Und die führt zu zwei Neuns oder Sub-Startvariablen, wenn Sie wollen, S und T. Wobei S diese Produktion hat und T diese Produktion. Und der Unterschied ist, dass hier einmal rechts zwei Bs stehen. Ja. Jetzt kann man sich erstmal überzeugen, dass also diese Grammatik hier, die erzeugt genau diese Sprache, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und diese Grammatik hier, die erzeugt die Sprache, wo immer das B doppelt so lang ist wie das A. Ja, das ist so eine Art Multiplikationssprache, wenn Sie wollen, statt Zählsprache. Also zu checken, ob der zweite Teil genau doppelt so lang ist wie der erste Teil. Und was dieses R hier vorne daraus macht, ist eine Vereinigung von den beiden. Ja, also wir haben jetzt also eine Sprache, die entweder aus Strings besteht, wo der hintere Teil genau doppelt so lang ist wie der vordere Teil, oder der hintere Teil genauso lang ist wie der vordere Teil. Wenn ich jetzt so einen String bekomme und versuche, den zu reduzieren, dann sind hier zwei Beispiele für solche Strings. Ne? Also das hier ist offensichtlich ein valider ein String, der in der Sprache liegt, also ein Element der Sprache, dann hat der eine Reduktion, die so aussieht, mit diesen validen Strings dazwischen. Man geht nämlich immer durch und immer da an der Grenze zwischen A und B setzen wir so ein S ein und das machen wir dann mehrfach, also machen diese Reduktion immer wieder, bis wir am Ende bei R ankommen. Und mit diesen Klammern drunter habe ich immer das Handle markiert, also der String, der reduziert wird in diesem Schritt. Und hier drüben ist ein anderes Element aus der Sprache, eins, wo der hintere Teil doppelt so lang ist wie der vordere Teil. Auch hier gibt es Handles und wir reduzieren. Und das Problem ist jetzt, wenn Sie sich das anschauen, dann ist immer, während wir anfangen zu lesen, haben wir in beiden Fällen links
das Gleiche stehen. Also hier steht AAAB und hier steht auch AAAB und dann kommt mehr. Und um zu wissen, welchen Handle wir hier jetzt einsetzen sollen, ob es der ist oder der, müssen wir wissen, in welchem der Teilarme der Grammatik wir liegen, sozusagen. Und wenn ich jetzt ein Lookup-Table hätte, der sagt, immer wenn du AB siehst, dann machst du bitte diese Reduktion, dann funktioniert das genau nicht auf diesem Teil der Sprache. Und wenn ich eine Regel hätte, die sagt, immer wenn du ABB siehst, dann machst du bitte genau diese Reduktion, dann funktioniert es genau nicht auf dem Teil der Sprache. Das heißt, was wir gerne hätten, wäre ein schlaues Computerprogramm, das uns sagt, die Grammatik ist nicht erlaubt, die darfst du so nicht schreiben. So darf dein Computer, deine Programmiersprache nicht aussehen. Sondern du musst sie irgendwie fixen. Zum Beispiel kannst du sie fixen, indem du in dieser Regel einfach davor so eine Art Marker setzt und sagst, Achtung, hier kommt ein Zweierstring, einer mit doppelt so viel hinten dran wie vorne, oder ein Einerstring, und dann ist alles ganz klar. Okay, Frage? Wenn Sie nochmal gucken auf die Definition von Linksreduktion, dann steht da, dass die Ersetzungen immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt gemacht werden, gegeben das, was Sie gerade als String haben. Das kann durchaus heißen, dass wir danach quasi, wenn Sie so wollen, uns wieder Richtung Anfang zurückbewegen, aber es gibt zu diesem Zeitpunkt keine andere Reduktion zur Linken, die durchgeführt werden kann. Das ist das, was es eine Linksreduktion macht. Okay, und ich glaube, hier machen wir die 5-Minuten-Pause und danach geht es weiter. Und Linksreduktionen und alle, die wir gesehen haben, sind immer Linksreduktionen bisher. Und dann haben wir valide Strings und Handles, was war das jetzt nochmal alles? Das sind einfach nur neue Worte für die Rückrichtung dessen, was in einer Grammatik passiert. Also in den letzten Vorlesungen haben wir über Grammatiken gesprochen, wo wir aus der Startvariable durch Übergänge Strings produzieren. Und jetzt reden wir über die Rückrichtung, wo wir durch Reduktionen von den Strings bis zur Startvariable zurück reduzieren möchten. Und das möchten wir von links nach rechts machen, in dem Sinn, dass wir in jedem Arbeitsschritt von links anfangen und dann so einen Teilstring finden, den wir ein Handle nennen. Und dann, dieses Handle ist die rechte Seite von einer Produktion, also irgendwas, was hier drüben rechts steht. Und dann machen wir die Reduktion, also wir gehen quasi den Schritt rückwärts und setzen Variablen ein. Und jetzt im Allgemeinen kann es uns passieren bei kontextfreien Grammatiken, dass ein gegebener String mehrere solche Handles hat und wir deswegen nicht wissen, welche der Reduktionen wir durchführen sollen. Und wir suchen nach Situationen, in denen genau das nicht passiert. Und solche Situationen nennen wir einen sogenannten Forced Handle, eine erzwungene Reduktion. Also, ein Handle eines validen Strings heißt erzwungen oder er heißt forced handle, wenn H das einzige Handle in allen validen Strings der Form X, H, Y, irgendwas am Ende ist. Das heißt, unter allen Strings, die mit X anfangen und dann kommt H und danach irgendwas anderes kommt, gibt es nur dieses eine Handle. Das heißt, und das ist genau das, was wir wollen, das heißt nämlich, während wir den String lesen, lesen wir das X, okay, das erlauben wir uns zu tun. Und wenn wir dann das H finden, dann wissen wir, jetzt müssen wir nicht mehr weiterschauen. Jetzt können wir die Ersetzung direkt machen. Und das klingt erstmal vielleicht, als ob das immer noch was polynomiell Teures ist. Wir werden aber jetzt feststellen, dass dieser Prozess, das war nämlich, glaube ich, gerade der Grund Ihrer Frage da hinten, ne, dass man so denkt, dieser Prozess hier, der klingt jetzt irgendwie, als ob ich wieder von vorne anfangen muss, wenn ich das gemacht habe. Das Verrückte ist jetzt, dass sich herausstellt, dass man nicht von vorne anfangen muss, sondern dass man nur einen endlichen Schritt zurückgehen muss und dann direkt weitermachen kann. Und damit bleibt man immer noch in dieser linear teuren Bereich. Und diese Art von Struktur in einer Grammatik, die benutzen wir, um zu definieren, was eine deterministisch-kontextfreie Grammatik ist. Eine deterministisch-kontextfreie Grammatik ist eine kontextfreie Grammatik, in der jeder valide String, also alles, was produziert werden kann von der Grammatik, auch als Zwischenschritt, einen solchen Forced Handle hat. Dass man also, wenn man von links nach rechts durcharbeitet, genau weiß, wann man eine Reduktion durchzuführen hat. Okay, das ist jetzt irgendwie nett. Ja, jetzt haben wir aufgeschrieben, was wir gerne hätten. Aber damit haben wir eigentlich nur gesagt, was wir gerne hätten. Wir haben immer noch das ist keine konstruktive
Antwort. Die sagt uns noch nicht, wie wir jetzt tatsächlich etwas, einen Automaten bauen, der das dann für uns erledigt, diese Arbeit. Wir haben nur gesagt, das ist die Struktur, die wir gerne hätten. Aber jetzt müssen wir uns tatsächlich einen Algorithmus bauen, der das tut. Und das machen wir jetzt. Es stellt sich nämlich raus, und das ist jetzt hier der große Knaller, Entschuldigung, ja, größer werden die Knaller nicht in der Theorievorlesung, dass, um dieses Problem zu lösen, wir einen endlichen Automaten bauen können. Das Entdecken von Forced Handles oder von Handles allgemein ist eine Regular Expression. Ist was, was man mit einem endlichen Automaten realisieren kann. Boom. Ja? Es gibt einen endlichen Automaten, und zwar einen deterministischen endlichen Automaten, den nennen wir DK. Sie werden gleich wissen, warum. Das D steht für deterministisch. Der Handles erkennt. Was heißt das, erkennt Handles? Das heißt, dass wenn wir ihm einen Input Z geben, also wenn wir ihn, also ist ein DFA, das heißt, es ist ein Regex quasi, ne? Das ist ein Regex-Pattern, das wir anwenden können auf eine Eingabe Z. Und dann akzeptiert es, Match dieses Pattern, genau dann, wenn Z das Präfix eines validen Strings ist. Das heißt, wir können diese Methode benutzen, um von links nach rechts durch einen String durchzugehen. Und dieses Präfix in einem Handle endet. Das heißt, es macht genau das, was wir wollen. Das ist ein Teilschritt unseres Parsers. Der fängt von links an, geht durch das Z durch, findet das Handle am Ende von Z und sagt, hier ist das Handle. Und der gibt übrigens sogar als akzeptierenden Zustand das Handle aus. Der sagt uns einfach am Ende, das, was ich gefunden habe, ist hier H. Jetzt kannst du weitermachen damit. Und daraus können wir uns unseren Parser bauen. Ja? Wir können dieses Ding, das heißt DK, benutzen, um durch den Eingang durchzugehen. Ja, ich habe es eigentlich gerade schon gesagt. Ne? Also wir können da durchlaufen und gucken, ob es Handles findet, und wir können insbesondere uns dann diesen Automaten angucken, der diese akzeptierenden Zustände hat, und können dessen Struktur analysieren. Wir können daraus einen Test für eine Grammatik bauen. Wir können nämlich checken, ob dieser endliche Automat DK für unsere Grammatik, ob der die Eigenschaft hat, dass alle seine akzeptierenden Zustände, das sind die Handles, ja, die er finden kann, ob die eindeutig sind. Das heißt, ob jeder akzeptierende Zustand aus genau einem Handle besteht und aus den akzeptierenden Zuständen keine Pfade mehr rausgehen, die man danach weiterlaufen könnte. Denn wenn es die gäbe, dann könnte es ja sein, dass ich quasi durch einen String durchgehe, das erste Handle sehe und dann, wenn ich weitermachen würde, ein zweites Handle entdecken würde, dass es auch sein könnte zur Reduktion. Zur Linksreduktion. Frage? Wie das Handle repräsentiert ist, Sie werden gleich sehen, das Handle ist einfach der Name des Zustands. Der wird einfach heißen, also beziehungsweise, naja, machen wir es einfach. Wir werden jetzt einen nicht-deterministischen Automaten konstruieren, der wird als Zustände Mengen haben und diese Mengen werden die Handles sein. Und wenn der halt die Eigenschaft hat, dass jede dieser Mengen immer nur genau ein Handle enthält, dann haben wir eine deterministische Grammatik. So, und diese Konstruktion, dieser Automat, der heißt nicht aus Versehen DK, der ist nämlich benannt nach dem Autor des Papers, und den haben Sie wahrscheinlich alle schon mal kennengelernt, Donald Knuth. Wer kennt Donald Knuth? Nein? Oh, okay. Wer hat diesen Namen noch nie gehört? Cool, okay, interessant. Gut, also Sie sind jetzt im vierten Semester Informatik. Sie werden es nicht schaffen, hier durchzukommen durch dieses Studium, ohne ihn noch ein paar Mal zu treffen. Er ist so einer der Godfathers der Informatik. Unter anderem, also er ist im Wesentlichen bekannt so in der breiteren Programmieröffentlichkeit für zwei Sachen, nämlich dafür, dass er eine Reihe an Textbüchern geschrieben hat. The Art of Computer Programming, die viele Leute bei sich so auf dem Regal stehen haben und wahrscheinlich nicht gelesen haben. Das andere ist, dass er der Erfinder von LaTeX ist, also eigentlich nicht von LaTeX, sondern von Tech. Und La ist dann Leslie Lamport, der dazu was dazu geschrieben hat, und Satz an Makros. Er hat auch die Idee von Literal Programming erfunden, aber er hat auch tatsächlich ein paar sehr konkrete theoretische Paper geschrieben. Und eins davon ist dieses hier, On the Translation of Languages from Left to Right. Und es lohnt sich, da mal kurz drauf zu gucken. Hier oben ist übrigens ein Link, Sie können auch draufklicken, dann kriegen Sie direkt das Original. 1965, das Journal heißt Information and Control,
Und es lohnt sich tatsächlich, den Text mal zu lesen, weil es einem dabei hilft zu verstehen, wie das so 1965 war, als die Leute nachgedacht haben darüber, wie eigentlich formale Sprachen funktionieren. Er schreibt hier unten zum Beispiel: The word language will be used here to denote a set of characters and strings which has been variously called a context-free language, a simple phrase structure language, a constituent structure language, a definable set, a Backus-Naur form language, a Chomsky type 2 or type 4 language or a pushdown automaton language. Das heißt, damals, ne, da war noch nicht so aufgeräumt. Sie kommen heute hier, kriegen Sie auf der ganzen Welt die gleichen Vorlesungen und da geht es immer um kontextfreie Grammatiken und Kellerautomaten und so. Damals war man sich noch nicht so ganz einig, was das jetzt eigentlich, wie das eigentlich alles funktionieren soll. Und dann gab es diese verschiedenen Sprachen. Und dann schreibt er hier oben, ne, es gibt großes Interesse an Sprachen, deren Grammatik die Struktur hat, also es hinreichend einfach ist, dass man effizient von links nach rechts durchparsen kann und dann mechanisch diese, diese Strings erzeugen kann aus der Grammatik. Und hier drin erzeugen wir diese Grammatik und die nennen wir LRK. Ich werde gleich nochmal sagen, warum. Das L steht für links und das R steht tatsächlich für rechts, aber für ein anderes rechts. Und die sind seiner Meinung nach wahrscheinlich die allgemeinsten von diesen Typen. Und das gilt sogar bis heute noch. Das ist immer noch so der Meinung. 1965 hat sich nicht mehr viel dran geändert. Und dann steht da irgendwo tiefer rein in dem Text, wenn Sie da ein bisschen weiterlesen. Der Teil hier oben ist auch ganz nett, schön zu lesen. Allgemeinste Most Powerful General Test. Aber das hier unten ist die eigentliche, das Business End. Diese Parser, die werden von dem Typ sein, das ihnen erlaubt ist, das sage ich am Ende nochmal, ein bisschen nach vorne zu gucken, und zwar genau K Schritte nach vorne zu gucken. Wenn K gegeben ist, dann werden wir zeigen, dass es möglich ist zu entscheiden, ob eine Grammatik in diese Form von Determinismus hineinpasst. Das ist genau dieser Test, DK, über den ich gerade gesprochen habe. Und der entscheidende Grund dafür ist, dass die möglichen Konfigurationen eines Parsbaums unterhalb des Handles durch eine reguläre Sprache, also die Sprache eines endlichen Automaten, dargestellt werden kann. So, wie sieht dieser endliche Automat aus? Das wird der Rest der Vorlesung sein für heute. Und das endliche Automat, Sie erinnern sich, endliche Automaten sind reguläre Ausdrücke. Ja, wir können einen regulären Ausdruck hinschreiben, der Handles findet. Und den machen wir jetzt, das machen wir jetzt in drei Schritten. Wir bauen erst einen etwas einfacheren endlichen Automaten und dann machen wir den, verfeinern wir den nach und nach, bis er genau diese Aufgabe erfüllt, die wir haben wollen. Dass er nämlich alle Handles erkennt und dann können wir diesen Automaten analysieren und checken, ob alle Handles forced sind, ob also alle Berechnungspfade durch diesen Automaten auf genau einem Handle enden und enden müssen. Drei Schritte. Der erste Schritt ist, wir bauen uns eine Regular Expression, die die Regeln der Grammatik matcht. Funktioniert folgendermaßen. Angenommen, wir haben eine kontextfreie Grammatik, dann betrachten wir zunächst einen nicht-deterministischen endlichen Automaten. Sie erinnern sich, nicht-deterministische endliche Automaten können wir übersetzen in deterministische endliche Automaten. Da haben wir einen Algorithmus dafür. Kein Problem. Das heißt, wir können uns erstmal erlauben, einen nicht-deterministischen Automaten zu bauen und das Übersetzen in deterministischen endlichen Automaten können wir nachher einfach mechanisch machen. Das kann im Prinzip auch ein Hilfsprogramm für uns übernehmen. Und dieser nicht-deterministische endliche Automat, der heißt erstmal J, der heißt noch nicht K und auch noch nicht DK, mit folgender Eigenschaft, der akzeptiert alle Eingaben, die auf ein Suffix enden, zu dem es eine Regel in der Grammatik gibt. Klingt nach einem komplizierten Satz, aber wenn Sie kurz darüber nachdenken, was ganz Einfaches. Das ist einfach nur eine regular expression, die alle rechten Seiten von Produktion in der Grammatik erkennt. Ja, also ich kann einfach sagen, in meiner Grammatik stehen diese Regel zum Beispiel, und da stehen auch ein Haufen andere Regeln, und dann kann ich einfach diesen String hier von U1 bis UK, das ist offensichtlich eine regular expression, die steht hier. Da steht irgendwas davor und dann kommt U. Also U ist diese Sequenz, ne? U1, U2 und so weiter bis UK. Und in meiner Grammatik stehen natürlich mehrere solche Regeln, die vereine ich einfach alle miteinander, weil Sie wissen ja, reguläre Ausdrücke erlauben Vereinigung. Das klar. Ist jetzt wieder sowas, wenn ich mal fragen muss, ob Sie nicken können oder nicht. Es ist klar, dass es einen regulären Ausdruck gibt, der einfach alle rechten Seiten von Regeln in der Grammatik matchen kann. Ja, okay. Das ist im Prinzip eigentlich der ganze Trick und danach muss man nur noch aufräumen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das Aufräumen macht Donald Knuth für uns.
Und zwar macht er jetzt was relativ Schlaues. Er sagt, wir können eine schöne Notation finden für das Matchen von diesen Strings. Also dass das geht, ist uns irgendwie klar. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wir den bauen würden, diesen Automaten, dann können wir sich diese schöne Notation bauen, dass wir nämlich uns einen endlichen Automaten vorstellen, dessen Zustände benannt sind nach dem, was sie gerade verarbeiten. Also der erste Zustand, der heißt nicht Q1, sondern der heißt so. Der heißt, ich bin der Zustand für die Regel, die von B auf U übergeht. Und ich habe so ein Symbol, so ein Arbeitssymbol, das schiebt sich durch und das sagt, wo ich gerade gucke. Ich habe angefangen, links zu lesen, dann habe ich U1 gelesen, dann habe ich U2 gelesen und so weiter. Und der Zustand hier hinten, das ist der, der am Ende ist, der also alle U1, U2 und so weiter gelesen hat nacheinander. Und der ist akzeptierend, der hat doppelten Ring außenrum, weil der sagt, ich habe jetzt also alle diese U's gesehen. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie aus so einem Ding so einen endlichen Automaten bauen können. Ja? Also wenn ich mehrere solche, so einen ganzen Bausatz habe von diesen Teilen, dann kann ich mir halt die entsprechenden Übergänge dazu bauen. Ist ja übrigens ein NFA, also die dürfen auch durchaus nicht deterministisch sein. Okay, und wenn wir also am Ende sind, sind wir fertig. So, und jetzt fügen wir noch einen Startzustand hinzu, der per Epsilon-Übergang, weil es ja ein NFA ist, zu allen Startzuständen übergeht. Ja, also das heißt, dieser NFA, der macht also parallel, checkt der, während der durch den Text durchgeht, für nach allen möglichen diesen Produktionen, ja, also nach allen möglichen Regeln in der Grammatik, ob eine davon gematcht wird. So, und das geht, weil es ein NFA ist. Okay, so, und wenn er irgendwo zwischendurch aus allen Teilstrings rausfällt, die möglich wären, also wenn er irgendwo hier drin ein Symbol auftaucht in der Verarbeitung, das in keiner der Regeln vorkommt, dann geht er einfach in einen Fehler über. Und übrigens, falls Sie sich mal ein bisschen näher beschäftigen möchten mit der Literatur über Parser, das Handeln von Fehlern in Parsern ist erstaunlich komplex. Das ist fast die Hälfte der Literatur. Wir reden heute überhaupt nicht darüber, aber Sie werden merken, wenn Sie auch nur auf Wikipedia anfangen zu lesen über LR-Parser und LL-Parser und so, dann werden Sie früher oder später so ganz tief im Wikipedia-Keller auf lauter Artikel über Fehlerhandling stoßen und dann wird es ganz schnell ganz schön haarig. Okay, aber es ist klar, dass das irgendwie geht. Ja? Wenn dann der Automat hat einfach so einen Fehlerzustand, in den er übergeht. So, jetzt haben wir damit aber ja nur rechte Seite von Regeln erkannt. Wir möchten ja Handles erkennen. Das heißt, wir bauen den jetzt so um, diesen Automaten, sodass er Handles erkennt. Und dann nennen wir diesen Automaten jetzt K, NFA, K. Und Sie ahnen schon, wenn wir den dann deterministisch machen, oder es geht ja mechanisch, dann heißt er DK. Dann sind wir im Prinzip fertig. Also jetzt kommt der entscheidende Teil. Wir machen nämlich Folgendes. Also erstmal, der erste Teil ist einfach. Wir möchten diesen jetzt speziell für unsere Grammatik G benutzen. Für die ganze Grammatik, ja? nicht nur für die einzelnen Regeln, sondern für die ganze Grammatik. Deswegen fügen wir ihm einen Startzustand hinzu, der hat Epsilon-Übergänge für alle Übergänge von der Startvariable S auf das Anfangen des Lesens von einem Symbol. Okay, für alle solche Anfangsregeln mit der Startvariable S. So, der Teil ist einfach. Und jetzt übernehmen wir das, was wir gerade in J konstruiert haben, nämlich diese Übergänge, wo der Automat die Eingabe liest, wo er also von links nach rechts durchgeht. Und diese Übergänge nennt man in dieser Nomenklatur dieser Parser Shift, weil er schiebt den Lesepunkt quasi um eine Terminale nach rechts. Er prüft also weiter, ob diese Regel noch gilt. Und jetzt gibt es aber ein neues Problem, wenn wir diesen Parser bauen wollen, wenn wir Handles berücksichtigen wollen, dass in dem String, den wir bearbeiten, da stehen ja nur Terminale drin. Und wir müssen berücksichtigen, dass es unter Umständen möglich ist, innerhalb dieser Verarbeitung zwischendurch eine so eine Reduktion zu machen, wo man direkt quasi merkt, dass man da die Reduktion machen möchte und sie dann durchführt und danach neu anfängt, ja, mit dem Weiterparsen. Und diese Übergänge nennt man Reduce-Übergänge und die müssen wir auch noch extra einbauen in unseren endlichen Automaten, in unseren nicht-deterministischen endlichen Automaten. Die sehen dann so aus, ist okay, ja, können wir zusätzlich hinzufügen. Und deswegen übrigens heißen die Algorithmen, die daraus entstehen, Shift-Reduce-Parser. Auch wieder so ein Wort, das Sie schon mal vielleicht irgendwo dann wieder sehen werden, wenn Sie sich mal mit Parsern beschäftigen.
So, und immer wenn dieser Automat am Ende, oder wenn er übergeht in einen Zustand, der so aussieht, also sprich, ich habe die Regel B nach U erkannt, dann sind die akzeptiert. Dann ist er da angekommen und wir bauen keine ausgehenden Pfade hinzu. Und jetzt kann man zeigen, und leider ist dieser Beweis ungefähr 3 Seiten lang, deswegen mache ich hier nicht machen, dass genau diese Konstruktion ausreicht, um diesen K zu benutzen, um Handles zu detektieren. Also sprich, da steht, dieser Automat, dieser NFA, der geht auf einer Eingabe Z in diesen akzeptierenden Zustand genau dann über, wenn Z ein Präfix hat, welches auf ein Handle eines validen Strings der Regel T nach H endet. Das ist also der Automat, der alle Handles erkennt. Und diesen Automaten, den können wir uns jetzt angucken und ihn benutzen, um die Grammatik zu testen. Also diese Konstruktion, die nimmt die Grammatik als Eingabe, G, und dann operiert sie darauf, baut diesen Automaten, und jetzt können wir von außen uns diesen Automaten angucken und fragen, ob der eine deterministische Grammatik erzeugt. Und diese Frage, die nennt man den DK-Test. Also, ich sehe es nochmal, ja, dazu bauen wir uns erstmal dieses DK, ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das war der einfache Teil. Wir haben bislang den Automaten K konstruiert, das ist ein nicht-deterministischer endlicher Automat. Wir müssen aus diesem nicht-deterministischen endlichen Automaten einen deterministischen endlichen Automaten machen. Wir wissen schon aus Vorlesung 3, dass das geht. Das ist einfach mechanisch. Machen wir also, da gibt es diese Potenzmengenkonstruktion. Und die führen wir einfach durch und räumen auch wieder auf. Also schmeißen alle Zustände raus, die nicht vom Startzustand erreichbar sind. Sie erinnern sich vielleicht an Vorlesung 3. Und dann können wir uns die Zustände dieses Automaten angucken. In diesen Zuständen, weil wir die Potenzmengenkonstruktion benutzen, sind also immer mehrere Items drin. Und dann können wir uns jetzt die akzeptierenden Zustände angucken. Akzeptierend heißt, da ist mindestens eine dieser Elemente in der Potenzmenge sind akzeptierend. Und dann können wir checken, ob erstens jeder akzeptierende Zustand genau eine abgeschlossene Regel enthält. Also ob es nicht mehrere mögliche Handles gibt zu irgendeinem beliebigen String, sondern immer das Handle zumindest lokal das einzige ist, was zur Verfügung steht. Und zweitens, es keine Pfeile raus gibt aus diesem akzeptierenden Zustand, also keine weitere Regel von dieser Form, so dass man danach weitermachen könnte. Dass es also keine andere Möglichkeit gibt, wenn man ein Handle detektiert hat, noch berücksichtigen zu müssen, dass es noch ein mögliches zweites Handle gibt. Das ist die technische Beschreibung von Forced Handle. Wenn also dieser Automat diese Eigenschaft hat, dann sind alle Handles forced und dann wissen wir nach Definition, dass die Grammatik, die wir da gebaut haben, deterministisch kontextfrei ist. Das also ist ein Test für eine Grammatik. Und das ist nicht das, was Sie benutzen, wenn Sie einen Parser bauen. Das ist das, was Sie benutzen. Stellen Sie sich vor, Sie sind diejenige oder derjenige, der eine Programmiersprache erfindet, dann benutzen Sie so einen Test. Sie sagen, ich habe jetzt da meine Grammatik hingeschrieben, die kommt in so einer Grammatik, ich zeige Ihnen nachher noch 2 Grammatiken, 2, 3, und dann kann ich darauf diesen Test laufen lassen. Und er sagt dann, ja, hast du richtig gemacht, ist deterministisch. Oder er sagt, nee, geht nicht. Da gibt es nämlich hier zum Beispiel einen Pfad, wo es mehrere mögliche Handles gibt. Du musst deine Grammatik fixen. Und dann muss man da durchgehen und halt die Syntax verändern. Muss man sich irgendwie so jemand, der hier, weiß nicht, Simon Peyton Jones, also, nee, wer hat Haskell erfunden, weiß ich nicht. Wenn die Leute wenn jemand eine Programmiersprache hinschreibt, dann kann das ja passieren. Und sagt, oh, ich habe so eine schöne, wunderbare Syntax, so ganz kurz wenige Symbole und so kann man toll lesen. Könnte es einem passieren, dass sie nicht eindeutig parsbar ist. Und dieser Test sagt Ihnen dann, dass das der Fall ist. Frage von da hinten? Nein? Okay. So, jetzt können wir, wenn dieser Test bestanden ist, wenn wir also wissen, dass unsere Grammatik deterministisch ist, dann können wir den Parser bauen. Und Sie denken jetzt, können Sie an den Syntax-Highlighter denken, ne? Also das, was dann nachher einen Text, der in dieser Sprache geschrieben ist, verarbeiten kann. Und dieser Parser, der ist kein endlicher Automat, der ist ein Kellerautomat, ein deterministischer Kellerautomat.
Und der funktioniert folgenderweise. Letzte Inhaltsslide. Danach wird es einfach. Angenommen, wir haben eine Grammatik und wir haben gerade den Test durchgeführt, den DK-Test, und wissen jetzt, dass sie deterministisch kontextfrei ist. Dass sie also, wir glauben, dass sie effizient parsbar ist. Dann wollen wir jetzt den Parser bauen. Und witzigerweise können wir diesen Parser direkt bauen, indem wir diesen DK-Test verwenden, diesen endlichen Automaten, um daraus einen Parser zu bauen. Und er macht quasi wiederholt die Schritte von DK, um Handles zu erkennen. Immer wenn er einen Handle erkennt, macht er die Reduktion und macht dann weiter. DK erkennt ja nur einen Handle und hört dann auf. Und wir müssen danach quasi weitermachen können in unserem Text, ne, weiter durcharbeiten. So, dazu bauen wir natürlich erstmal DK. Ja, und das haben wir jetzt gerade eben gemacht. Also wir haben diesen endlichen Automaten, den deterministischen endlichen Automaten, der diese Reduktionen alle erkennen kann. Wir wissen, dass das eine deterministisch kontextfreie Grammatik ist, deswegen sind alle Reduktionen erzwungen und können bei der Eingabe von links ausgelesen werden. Und jetzt bauen wir uns einen deterministischen Kellerautomaten, der die Verarbeitung von diesem endlichen deterministischen Automaten simuliert und dann wiederholt anwendet. Und dass das geht, ist klar, denn ich habe ja vor letzten Dienstag am Rande kurz gezeigt, dass natürlich endliche Automaten eine echte Teilmenge der Kellerautomaten sind. Das heißt, natürlich kann ein Kellerautomat einen endlichen Automaten simulieren. Aber da gibt es ein kleines Problem, wenn wir das auf die naive Art und Weise machen wollen. Also der erste Gedanke, den Sie vielleicht haben, wenn ich sage, hier ist ein endlicher Automat, bau den mal in den Kellerautomaten ein, ist so quasi die reflexartige Reaktion ist, okay, endliche Automaten haben Zustände und eine Eingabe, Kellerautomaten haben Zustände und einen Keller, also nehme ich einfach einen Kellerautomaten, ignoriere den Keller und baue den endlichen Automaten in die Zustände ein. Das Problem, das dann entsteht, ist, dass während der Automat liest, während er also durch die Eingabe durchgeht, wenn er dann ein Handle erkennt, dann möchte er ja diese Reduktion machen. Und danach möchten wir ja irgendwie weitermachen können. Das heißt, wir müssen in der Eingabe diese Ersetzung machen, die durch die Reduktion stattfindet. Und dazu müssen wir ja quasi rückwärts gehen in der Eingabe, um dann weitermachen zu können mit dem nächsten Schritt, also der Wiederanwendung von diesem DK-Algorithmus. Und das geht nicht, wenn wir dazu die Zustände verwenden und durch die Eingabe durchgehen. Wir müssen irgendwo diesen Text speichern. Und das könnten wir auf den Stack machen, aber dazu müssten wir dann quasi den Stack ja von oben runter löschen, um die Ersetzung zu machen und danach wieder drauflegen. Und das dürfen wir ja nicht. Ja, weil da müssten wir rückwärts gehen in der Eingabe. Das geht ja nicht bei einem Kellerautomaten. Und da gibt es jetzt einen wunderbar eleganten Trick, der, ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft, aber der vielleicht einsichtig wird, wenn Sie mal drüber nachdenken, was diese Übergangsfunktion ist. Da steht Zustand, was auf der Eingabe steht und was auf dem Keller steht. Und das ist einfach nur eine Funktion, die aus diesem Tripel abbildet, auf was als nächstes passiert. Und was da am Anfang und am Ende von diesem Tripel steht, sind einfach Elemente aus einer endlichen Menge, nämlich entweder aus dem Arbeitsalphabet, aus dem Stackalphabet oder aus der Zustandsmenge. Aber wie wir die nennen, ist eigentlich egal. Wir können eigentlich die Zustände auch in dem Bandalphabet abspeichern. Und genau das machen wir jetzt. Wir erinnern uns nämlich daran, dass dieses DK, dieser Automat, hier ist dieses Bild nochmal, der hat ja in seinen Zuständen drin stehend, was er gerade verarbeitet hat. Der speichert ja quasi in dem Namen des Zustandes, was er gerade verarbeitet. Und das geht, weil das, was er verarbeitet, immer endlich ist. Immer endlich lange Strings, endlich lange Muster, die er matcht. Das heißt, was man macht ist, man legt den Zustand von diesem endlichen Automaten auf den Stack und verarbeitet dann die Eingabe, indem man den PDA laufen lässt. Und immer das, was der DK-Test machen möchte, auf dem Stack durchführt. Also den jeweils nächsten Zustand drauflegt, den er verarbeitet hat. Und dabei geht dieses Verarbeitungssymbol, dieser schwarze Punkt von links nach rechts durch die Buchstaben durch, die er verarbeitet hat.
Und wenn er dann akzeptiert, wenn wir also wissen, dass wir jetzt ein Forced Handle gefunden haben und diese Ersetzung machen möchten, dann poppt man vom Stack genau diese Sequenz runter, die dieser Verarbeitung von diesem U entsprach, diesem Handle, und legt dann am Ende oben auf den Stack drauf das ersetzte, reduzierte Symbol, die reduzierte Variable, und ist dann damit in einem Zustand, sodass unten drunter im Stack genau das steht, was wir brauchen, um weitermachen zu können. Und quasi die ganze Verarbeitung der Eingabe damit gespeichert auf dem Stack. Und damit entsteht auch so die Intuition, warum das linear teuer ist. Weil wir während des Reduzieren des Stacks jeweils immer nur einen endlichen Schritt rückwärts machen müssen, der kürzer ist als die Eingabe selber. Durch die Reduktion. So, und jetzt läuft also dieses Ding durch. Läuft von links nach rechts durch die Eingabe durch. Arbeitet immer auf dem Stack, um genau diese Reduktionen zu machen. Und wenn dieser Automat P dann am Ende, nachdem er die ganze Eingabe X verarbeitet hat, auf dem Stack die Startvariable S stehen hat, dann wissen wir, dass wir den Text korrekt geparst haben, dass er also in der Sprache liegt. Und wir wissen durch den Prozess der Ersetzungen genau, wie die Produktion in der Grammatik aussieht. Und diese Produktion kann man natürlich benutzen, um zum Beispiel in Ihrer IDE den String richtig einzufärben, damit man weiß, welche Teile was sind. So, und das war es im Wesentlichen. Jetzt habe ich aber so viel abstraktes Zeug gemacht, jetzt möchte ich Ihnen wirklich nochmal mitgeben, dass diese Art von Algorithmus tatsächlich existiert. Wenn man in dieser theoretischen Vorlesung sitzt, dann ist es manchmal vielleicht verlockend zu denken, oder man natürlich zu denken, das ist alles so abstraktes Hirngespinst, ne? Aber das ist tatsächlich das, was in dem Computer vor Ihnen passiert, falls Sie gerade eben einen Texteditor offen haben, der Syntax highlighten kann oder der eine Programmiersprache parsen kann. Vor diesem Paper von Donald Knuth von 1965 gab es nur Parser, die polynomiell oder sogar exponentiell teuer waren auf allgemeinen Grammatiken oder die nur auf sehr viel stärker eingeschränkten Grammatiken funktionieren konnten. Also etwas, das eine stärkere Einschränkung ist als ein deterministischer Kellerautomat. Zum Beispiel gab es da solche Konzepte wie Operator Precedence Parsing, die kennen Sie vielleicht aus Logikvorlesungen oder so, also für relativ einfache arithmetische Ausdrücke, so das, was Sie so, wenn Sie schon mal Lisp-Code gesehen haben für mathematische Ausdrücke, die kann man einfacher parsen und da gab es effiziente Parser dafür. Aber für diese allgemeinen Konstrukte, aus denen man dann, die ja auch die Konstruktion von sehr mächtigen Programmiersprachen erlauben, gab es keine effizienten Parser. 1965 kommen die dann also raus, dieser sogenannte LR-Parser, warum der LR heißt, sage ich gleich noch. Und einer der ersten sauber implementierten Varianten dieses Parsers hieß YAC, für Yet Another Compiler, weil das ist ja das, was ein Parser ist, ein Compiler. Das ist ein Programm, das durch ein Programmtext durchgeht und die Struktur raus extrahiert, die man danach dann dem Compiler geben kann, damit er daraus Maschinencode machen kann. Wurde geschrieben von Stephen Johnson und der hat also direkt dieses Paper von Donald Knuth verwendet, um diesen LR-Parser zu bauen, 1975, ja, das ist 10 Jahre später. Das war damals in Unix schon. Und ist unter anderem bekannt dafür, zumindest laut Wikipedia, dass das der Compiler war, den Bernhard Straustrup ursprünglich benutzt hat, um C++ zu kompilieren selber. Das Ding gibt es immer noch, Sie können da draufklicken. Was unterstrichen ist, ist es ein Link, Sie können einfach draufklicken, den Code gibt es immer noch. Dann gibt es eine Open-Source-Version davon, die wurde von Robert Corbett geschrieben und dann von RMS umgeschrieben, sodass sie mit YAC kompatibel ist, die heißt Bison. Weil klar, ne, YAC und Bison, GNU-YAC. Auch hier können Sie draufklicken, gibt es direkt den Link zu dem Parser in GNU-Linux oder GNU. Allerdings, das, was Sie wahrscheinlich heute vor sich haben, ist eine etwas modernere Variante davon. Es gibt immer noch ganz viele solche Parser. Einer, der relativ weit verbreitet ist, gerade in IDEs, also zum Beispiel in VS Code oder in Atom und so weiter, ist TreeSitter, den könnt ihr auch draufklicken. Das ist ein recht effizient implementierter Parser-Generator,
der genau das macht, was wir hier beschrieben haben. Und das, um das mal rüber zu zeigen, wie das funktioniert, habe ich tatsächlich hier einen Link, hoffentlich funktioniert es. Und ich ruiniere mir hier jetzt nicht komplett meine, ah ja, okay, ich muss woanders hin. Diese Parser-Generatoren, die funktionieren also so, dass jemand sich hinsetzt und die Grammatik aufschreibt. Könntest du das lesen? Nicht wirklich, ne? Ich habe jetzt mal eine ganz einfache Grammatik rausgesucht für Markdown. Markdown ist vergleichsweise einfach. Deswegen habe ich etwas Einfaches genommen, weil sonst sind die Texte so groß. Da gibt es dann immer in diesen Git-Repos dazu, gibt es so eine JavaScript-Datei, die heißt Grammatik. Und das ist jetzt die Grammatik für Markdown. Wir wissen, okay, Hände hoch, wer weiß, was Markdown ist? Okay, gut, wissen alle, sehr gut, dann können wir weitermachen. Ja, es ist eine vergleichsweise einfache Art, Text zu lesen, zu parsen, als irgendwie fettgeschrieben und Überschrift und so weiter. Und ich erlaube es Ihnen, da in Ruhe durchzugehen, ja, aber was Sie hier sehen sollen, ist, dass diese Grammatiken, die sehen immer so aus, dass es am Anfang ein Startsymbol gibt, das ist hier das Dollar, das ist unser S für die Startvariable, und dann kommen hier diese Produktionen. Das sind genau diese Pfeile, diese Bacchus-Nauer-Pfeile, die Sie auch aus meinen Folien kennen. Und darunter sind dann verschiedene Sachen definiert. Also zum Beispiel gibt es den Übergang von Dokument, Start auf eine Sequenz von da. Und da gibt es Blöcke und in den Blöcken gibt es dann so Sections und verschiedene Arten von Blöcken. Es gibt Paragraphen, Indented Code Blocks, Block-Quotes und so weiter. Sie kennen ja Markdown. Ja? Und natürlich gibt es auch Überschriften, die kommen irgendwo da unten. Ich weiß gar nicht genau wo. Hier Heading, Heading 1, Heading 2, Heading 3 und so, kennen Sie wahrscheinlich. Oder ich habe eins für BibTeX gefunden, ist auch schön, weil BibTeX ist so einfach. Okay, wer kennt BibTeX? Nicht genug Leute, dann machen wir es nicht. Schauen Sie sich, wenn Sie BibTeX kennen, können Sie da draufklicken. BibTeX ist so schön einfach, dass halt die Grammatik nur so lang ist, deswegen lohnt sich's. Aber natürlich auch Parser für richtige Programmiersprachen. Hier ist zum Beispiel einer für Java. Da ist er und hier unten ist die Grammatik. Und es lohnt sich jetzt nicht, die im Detail anzugucken, da müssten Sie eine Stunde lang draufstieren, um zu verstehen, was da los ist. Insbesondere liegen die auch hier drunter noch deutlich mehr, ja, also da wird noch Sachen geladen am Anfang und so. Aber schauen Sie sich es ruhig mal an. Hier drüben übrigens sind die Symbole auch nochmal direkt erkannt von GitHub. Ja. Und da erkennen Sie genau das wieder, was Sie auch visuell machen, wenn Sie Programmcode selber lesen. Das macht das Ding hier auch. Also der Schritt ist quasi, jemand setzt sich hin, schreibt die Grammatik auf, irgendwo da unten kommt dann die tatsächliche Grammatik, und auf dieser Grammatik läuft dann dieser Code, in diesem Fall dieses Tree-Sitter-Ding, das ist im Prinzip dieser DK-Test, der also diesen endlichen Automaten DK konstruiert und daraus dann eine Datenstruktur baut, die ein Kellerautomat ist, die man dann benutzen kann, um zum Beispiel in Ihrem Texteditor, in Atom oder in VS Code, Syntax-Highlighting zu machen. Der kompiliert also, wenn Sie so wollen, den Parser aus der Grammatik. Und wie das funktioniert, darüber haben wir heute gesprochen. Zusammenfassung, zwei Zusammenfassungsslides. Wir haben jetzt diesen Parser gebaut, der von links nach rechts durch die Eingabe durchgeht und dabei Rechtsableitungen findet. Das sind die Linksreduktionen, das sind die Rechtsableitungen. Sie erinnern sich, wenn ich links reduziere, habe ich am Ende einen Pfeil von oben, einen Pfad durch den Baum von oben nach unten, der eine Rechtsproduktion ist. Deswegen nennt man diesen Parser LR und der heißt auch LR0, weil er die Handles direkt erkennt, ohne nach vorne gucken zu müssen. Es stellt sich raus, dass das in der Praxis sehr einschränkend ist. Da gibt es dann bestimmte grammatikalische Strukturen, die man nicht erzeugen kann. Das macht es sehr hässlich. Deswegen erlaubt man im allgemeinen Fall, dass der Parser noch K-Zeichen nach vorne gucken darf, für eine fest vorgegebene Länge K, also eine Art Fenster vor sich. Dann heißt er LRK-Parser. Und dann gibt es ganz viel Theorie dazu. Zum Beispiel kann man zeigen, dass man alle LRK-Grammatiken für ein festes K überführen kann auf LR1-Grammatiken. Da muss man im Prinzip die Symbole der Grammatik verändern. Das können Sie sich irgendwie vorstellen, dass das geht. Leider werden dabei die Grammatiken unter Umständen recht groß. Das muss man also intern machen, irgendwie versteckt. Und dieser Parser, der dann LR1 ist, das ist der sogenannte kanonische LR-Parser, der also allgemein für alle deterministischen kontextfreien Grammatiken funktioniert und durch einen deterministischen Kellerautomaten erzeugt werden kann.
Und wenn Sie irgendwann mal mit jemandem reden, der sich mit der oder die sich mit Parsern auskennt, dann werden solche Begriffe auftauchen und dann wissen Sie jetzt Bescheid. Zusammenfassend, und das ist das Ende der formalen Sprachensektion dieser Vorlesung, ist das Parsen von formalen Sprachen die stereotypische Anwendung von diesen formalen Sprachen, den kontextfreien Grammatiken, zwischen endlichen Automaten, regulären Ausdrücken, und dem, was wir ab Donnerstag machen werden, nämlich den Typ-0-Grammatiken, der allgemeinsten Form der Rechnung, die dann was mit den Turing-Maschinen zu tun hat. Das also wirkt erstmal wie eine vergleichsweise technische Einschränkung, oder es ist auch leider eine sehr technische Einschränkung, hat aber praktische Relevanz, weil es nämlich genau die Datenstrukturen liefert, mit denen man in linearer Zeit von links nach rechts durch einen Text durchgehen kann und seine Struktur erkennen kann. Für allgemeinere Programme, allgemeinere Berechnungen wird das nicht mehr gehen. Und es hat mit ganz vielen verschiedenen technischen Konzepten zu tun, wie diesen LR-Parsern und den LRK-Parsern und so weiter und so weiter, dem DK-Test. Und ich hoffe, dass Sie das, was wir heute gemacht haben, nicht verwirrt hat, sondern im Gegenteil Ihnen ein Gefühl dafür gegeben hat, warum man in den formalen Sprachen überhaupt über Kellerautomaten spricht. Denn als Berechnungsmodelle sind sie doch irgendwie ein bisschen unhandlich. Damit sind wir am Ende dieser Sequenz der Vorlesung. Bitte geben Sie Feedback auch wieder Ihren TutorInnen dieses Mal, weil es ist ja schon wieder eine Woche rum seit dem letzten Mal Feedback. Wir sehen uns wieder am Donnerstag, ein letztes Mal vor den Ferien, und da werden wir uns dann den berühmten Turing-Maschinen zuwenden. Ich verspreche, dann wird es weniger technisch.